Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Es ist Freitagmorgen und die Quests sind noch nicht da. Aber dafür ist Shiny Mew auch nicht da. Aber es wurden ein paar Informationen gefunden. Also Shiny Mew ist jetzt im Code. Aber wir wissen, es hat noch nichts zu bedeuten. Es kann ewig dauern. Es kann direkt als Shiny kommen oder es kann ewig dauern. So wie Lugia. Ich glaube, die meisten Legendären haben bereits die Shiny-Version im Code. Aber es hat ewig gedauert, bis jetzt zum Beispiel Lugia kam. Ich habe übrigens immer noch keinen Shiny Lugia, also 3-4 Tage habe ich noch und dann schauen wir mal, ob ich noch einen bekomme. Ein paar Sachen wurden noch weiter entdeckt. Lavados zum Beispiel war eins der Forschungsbelohnungen am Ende. Und man munkelt, Mew kann man nur einmal durch die Forschung erhalten. Also erhalten, das heißt, wenn du den nicht fängst, nehme ich mal an, kriegst du eine weitere Chance. Aber wenn du ihn dann gefangen hast, dann war es das. Also einmal nur fangbar, glaube ich. Munkelt man. Dann munkelt man weiterhin noch, dass nach Lugia am 2. April Ho-Oh kommt, Shiny. Dazu müsste eigentlich demnächst auch ein paar Informationen kommen, weil normalerweise kündigt Niantic das neue Pokémon dann an, bevor das alte verschwindet. Und da ist echt nicht mehr viel Zeit, also. Vielleicht wollten die auch nichts ankündigen, weil gerade der ganze Quest-Type ist und das dann untergehen wird. Genau deswegen heute auch nichts allzu Spektakuläres, weil wegen dem ganzen Quest-Type heute würde das Video einfach nur untergehen. Aber ich habe immer noch ein Aerodactyl-Raid gemacht. Interessiert, glaube ich, echt kaum einen. Vor allem, weil der jetzt schon wieder weg ist. Aber ich will ja jeden 3er-Raid einmal solo schaffen. Deswegen muss ich den zeigen. Drücken wir direkt mal auf Play. So, ein bisschen Vorsprung können wir. Code, nee. Fangen wir so bei 20 Sekunden vorher an. Genau. Ich habe es nur mit Wasser probiert. Weil ich 100er Kyogre habe. Leider noch nicht ganz auf Max. Ihr wisst alle, ich habe noch nicht genug Bonbons. Ich warte immer noch auf Doppel-Bonbon-Event. Und dann würde ich sogar theoretisch einen zweiten machen. 96, 15 angefertigt da noch. Ansonsten die ganzen 100er Gyarados. Fluggestein ist der. So, Wasser ist ganz okay. So, los geht's. Also wir wissen alle, der ist kein Problem. Er ist einer der leichteren von den Dreiern. 14... 90? War das 14,90? Glaube ich, ist 100% auf Level 20 aus dem Ei. Da ist sogar Wetterbonus, habe ich voll verplant. Deswegen kann er gar nicht 14,90 haben, sondern 16, 17 irgendwas. Da habe ich keine Ahnung, was 100% ist. Und wenn das läuft, können wir direkt weitermachen, weil das ist echt nicht allzu spektakulär. Echt schade, dass er weg ist, weil 100 davon dem fehlt mir noch. Ich glaube nicht, dass nochmal ein Gesteins-Event kommt. Und wir wissen immer noch nicht, was so mit den Maps los ist, ob die jemals wiederkommen. Ansonsten, falls sie wiederkommen, wie gesagt, Gesteins-Event, glaube ich, kommt dieses Jahr nicht, dieses Expeditions da. Aber vielleicht kommt der irgendwann mal als Community Day. Wobei bisher nur Pokémon dran kamen, die drei Entwicklungen hatten. Pichu, Pikachu, Raichu, Dratini, Dragonair, Dragonair, Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor, Voltilam. Der in der Mitte und Ampharos. Wer ist der in der Mitte nochmal? Voltilam? Vati. Vati und Ampharos. Und ich hoffe ja eigentlich auf Nicht-Entwicklungen, so wie Lapras, Galaxo, Aerodactyl, Tangela, Kikli, also Kikli habe ich jetzt schon, egal. Nocturne, Capoeira. Okay, die haben Entwicklung von Rabauts, aber ihr wisst, was ich meine. Und gleich haben wir ihn besiegt. Aber wie gesagt, wir haben noch eine Box hier. Shoutout und danke an Kingsloot für die Box. Wie immer, mehr Infos unten in der Beschreibung. Jeden Monat eine spezielle Box zu einem bestimmten Thema. Bin gespannt. Edles Design übrigens. Also Kingsloot, Verpackungen sind richtig krass, habe ich schon öfters gesagt. So. 4 Sonderbonbons für ein 3er Raid ist nicht schlecht. Das war auch noch zu Doppel-EP mit Glücksei 16. 1000 Erfahrungen. So. Und 1787 mit Wetterbonus. Also, kann es jetzt schon verraten. Der hat nicht 100%. Was auch gut war, ich kenne viele, die hatten immer noch keinen Aerodactyl, weil die das Gesteins-Event zum Beispiel verpasst haben. Und für die war es ganz gut. Haben jetzt einen Aerodactyl wenigstens im Pokédex. Zum Beispiel Dimi und Barish haben, glaube ich, immer noch keinen. Aber die haben auch schon länger aufgehört.
Really strong sogar nur, richtig schlecht. Und direkt weg damit. Machen wir weiter mit der Box. Anleitung. Anleitung braucht man nicht. T-Shirt. It's gonna be let. Oh. How? Schaut euch die Verpackung an. Die Tüte kann man auch noch behalten für was weiß ich. Edel. It's gonna be legend, wait for it, Derry, oder? How I Met Your Mother. Eine meiner Lieblingsserien früher. Barney Stinson. Dann. Oh, cool. Den hatten wir letztens auch. Was hatten wir da? Thor hatten wir da, genau. Jetzt haben wir. Schauen wir mal, wen wir jetzt haben. So. Genau. Und wir haben Dr. Octavius. Oh Mann. Was viele vielleicht nicht wissen, kleiner Fun Fact. In der Comic-Reihe hat der Typ den Körper von Peter Parker übernommen. Für immer. Soweit ich das mitbekommen habe. Echt krass. So ein Fun Fact von Hong. Dann noch eine Figur. Was ist denn das? Star Wars. Oh. Oder warte. Achso, nee. Eine Eisfigur. Also ihr könnt hier Wasser reinfüllen und dann hat euer Eiswürfel die Figur von dem Todesstern. Ich dachte, das wären diese Dinger. Die kannst du so drehen und auf den Boden und dann springen die so hoch, aber nee. So ein Eis-Shaper. Dann natürlich zu Ostern. Bisschen Schokolade. Darauf habe ich gerade keinen Bock. Und yo, ihr wisst, Yu-Gi-Oh! Haben wir früher gezockt. Das Millenniums-Auge. Ich krieg immer einen Pin. Ah, ich glaube, das ist der beste Pin bisher. Momentan war mein Favorit Saitama, One Punch Man. Ah, ich glaube, ich habe jetzt einen neuen Favorit. Millenniums-Auge. Maximilian Pegasus. Richtig geil. Nicht schlecht. Weiter geht's mit. Oh, und seinem Turnbeutel. Nicht schlecht. Momentan verwende ich meinen Prinzenrolle-Beutel, den ich damals bekommen habe. Shoutout an Prinzenrolle. Aber vielleicht ist der besser. Sieht auch auf jeden Fall schon mal besser aus. Wobei der ein bisschen kleiner ist, also schauen wir mal. Aber trotzdem nicht schlecht. Und dann haben wir noch, zu guter Schluss, wie immer. Eine Popfigur. 185 Batman. Wer soll das sein? Mr. Freeze. Alles klar. Auf jeden Fall, das war's von mir. Danke an Kingsloot. Mehr Infos unten in der Beschreibung. Und das war's vom Ergodactyl. Schreibt rein, ob ihr gerne Ergodactyl wieder hättet. Ansonsten, kurzes, kleines Video. Nichts allzu Besonderes, weil heute kommen die Quests. Schreibt unten rein, ob ihr hyped seid für die Quests. Und ja, schauen wir mal. Ich gehe jetzt raus, bisschen Staub farmen, weil es ist ja immer noch Doppelstaub-Event, was viele vergessen oder zumindest ich vergessen habe. Also das noch ein bisschen ausnutzen und dann hoffe ich im Verlauf des Tages, wenn ich unterwegs bin, kommen dann die Quests. Aber das war's von mir, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist das Business.